Herzlich willkommen zu Kaulius probiert es aus, beziehungsweise wer den Hintergrund kennt, der weiß, hier wird auch die Klemmbaustein-Lyrik produziert. Aber neben den kleinen Steinchen habe ich auch so einen Hang zu größeren und mittlergroßen Gadgets. Und dort einen besonderen Hang, was so VR Virtual Reality mit Headsets oder in anderen Varianten, insbesondere sowohl im Konsumieren, also mit solchen Brillen, aber eben insbesondere auch im Produzieren angeht. Das passiert allerdings mehr oder weniger im Ausschluss der Öffentlichkeit. Naja, sie ist nicht ausgeschlossen. Ich stelle das großteils ins Netz. Es interessiert nur keinen. Und das hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass das hier bisher kaum großartige Verbreitung gefunden hat in der Welt, damit das hier dort dann auch seine Wirkung entfalten kann. Zum Beispiel gibt es viele Lego-Sets, große Lego-Sets, die ich inzwischen mit VR in meiner Ansicht nach sehr guter Qualität produziert habe. Zumindest ist das hier, inklusive der dazugehörigen Kamera, nicht wirklich billig. Aber gut, das ist mein eigenes Schicksal. Es macht mir ja Spaß, irgendwas zu produzieren, wo ich denke, vielleicht hat in 100 Jahren die Welt davon noch irgendeinen Vorteil, dass ich das heute gemacht habe. Naja, vielleicht nicht ganz so in dieser Art, aber weshalb mache ich das Ganze jetzt gerade in diesem Video nochmal? Weil darüber habe ich mich ja schon öfter beklagt, weil ich habe richtig Geld in die Hand genommen, was mich persönlich jetzt innerlich durchaus schlafend, doch ich schlafe noch einigermaßen gut, aber bin voller Vorfreude und zwar auf die Apple Vision Pro. Das ist ja eigentlich schon alter Hut, weil in Amerika ist sie ja schon vor 5 Monaten rausgekommen. Jetzt aber, Mitte Juli, ist sie auch bei uns in Europa. Und diese Zeit ist nicht spurlos an ihr vorbeigegangen, weil die Euphorie, die vielleicht Anfang des Jahres noch darum ging, die VR-Brille von Apple, das ist sie noch nicht, das ist die Quest, weil die andere habe ich noch nicht. Da ist jetzt inzwischen wohl auch bei Apple angekommen, scheint nicht ganz so zu laufen, wie man es dachte. Vielleicht schlagen jetzt die Europäer nach, aber ich glaube nicht, kommen wir gleich zu. Sondern sie wollen sich wohl jetzt erstmal auf ein billigeres Exemplar konzentrieren und die Entwicklung des aktuellen Exemplars wird ein bisschen zurückgestellt. Alles gerüchteweise, aber man kann es nachvollziehen, weil der Hype auch im Netz kaum spürbar ist. Gerade jetzt in Europa muss ich schon sehr gucken, wo denn mal jemand darüber berichtet, dass er so ein Ding auch vorbestellt hat oder es jetzt schon seit ein paar Tagen hat. Das ist natürlich bei iPhones und so ganz was anderes. Da explodiert das Netz und auch die Fanseiten von Apple komplett. Jetzt bei der Vision Pro ist vielleicht mal einer, der da irgendwo was schreibt und dann passieren tagelang nichts. Das zeigt jetzt nicht großen Hype. Warum nehme ich jetzt trotzdem so viel Geld in die Hand? Weil ich, sagen wir mal so, sehr enthusiastisch bin, was diese Sachen angeht und sehr darauf gespannt bin, meine Videos, die ich mit der hier und der R5, die leider gerade jetzt auch dies hier filmt, dann aufnimmt und ob das denn wirklich da nochmal einen Qualitätssprung macht gegenüber der hier. Weil da bin ich insbesondere auch nicht nur mit der, ja, die Auflösung ist schon gar nicht so schlecht und rein rechnerisch müsste sie eigentlich fast die volle Qualität zeigen. Aber was mich zum Beispiel auch stört, ist, dass die Kontraste nicht so sind, wie ich sie auf dem Bildschirm zum Beispiel auch sehe. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, um mir das schön zu reden, also will ich damit meine Produktion kontrollieren, die bisher ja eher so eine Handvoll von Leuten guckt. Es gibt so 1, 2 Videos, die ich damit gemacht habe, wenn man das hier übrigens sieht. Das ist ein Objektiv, das 2 Objektive sozusagen drauf hat. Das heißt, hier wird 3D und VR 180 aufgenommen. Das heißt also einmal so, dass man sich auch umgucken kann. Und die Videos, die bisher am meisten geklickt wurden, da bin ich dann mal bei einem Unwetter draußen gewesen in Kiel und habe das gefilmt. Oder auch Schnee zum Beispiel treiben. Das sind dann Dinge, die aber auch bei YouTube nicht laufen. Da ist es auch nur eine Handvoll. Aber dann so in die Tausende gehend, da ist es dann bei DOVR zum Beispiel. Das ist ein extra Anbieter, den kennt kaum einer, außer man interessiert sich für sowas. Weil das ist eine extra Seite YouTube quasi für VR-Enthusiasten. Da ist auch, muss man sagen, viel Schrott dabei, wo man wirklich einem sofort schlecht wird, wenn man sieht. Nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der Produktion, weil das irgendwie mit den 3D-Sachen nicht hinhaut. Aber es ist trotzdem meines Erachtens das Coolste, was VR machen kann. Natürlich, hiermit
kann man spielen und kann damit Spaß haben. Und das habe ich auch, gerade auch mit mehreren Leuten. Inzwischen kenne ich drei weitere, die sowas auch haben. Dank einer Leihgabe von mir, einer alten Version. Und da macht das wahnsinnig Spaß, zusammen sich zu treffen, zu spielen und dabei auch noch zu schnacken. Zum Beispiel beim Minigolf, aber auch beim Kampf gegen Goblins und so weiter und so fort. Was mich persönlich aber am meisten eigentlich an dieser ganzen Geschichte reizt, ist, Orte zu besuchen bzw. Erlebnisse zu haben, die zwar in dieser Welt da sind, die ich mir aber wahrscheinlich A, entweder nie leisten kann oder B, wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen, sprich, ich werde wahrscheinlich nicht mehr die Fitness haben, ins Weltall zu fliegen, zur ISS, dass ich das nicht erleben kann und das dann mit solchen Brillen kann. Und da bin ich gespannt eben auch, ob die Quest, beziehungsweise die Apple Vision Pro, das nochmal deutlich dieses Dasein-Gefühl produziert. Abgesehen davon bin ich auch sehr gespannt, deswegen mache ich übrigens dieses Video vorher, bevor ich sie mal auf hatte, danach berichten zu können, ob sich das, was ich erhoffe und hier gerade reinspreche, sich in der Realität dann in ein, zwei Wochen dann auch entsprechend darstellt, dass man damit vielleicht auch wirklich arbeiten kann. Weil das ist manchmal auch der Irrtum. Es ist eben nicht eine bessere Version hiervon, von der Quest, weil die Quest ist eine VR-Brille. Und zumindest Apple selber positioniert die Vision Pro in dem Bereich AR, also dass ich meine Welt draußen noch, zwar durch Kameras, aber doch relativ lebensecht wahrnehme, da reingeblendet, aber dann das bekomme, was die Brille mir zeigt. Zum Beispiel einen großen Bildschirm oder viele große Bildschirme oder über dem Kochpott, dann wie lange müssen denn die Nudeln noch kochen, indem das da drüber steht. Und wenn ich weggehe und wiederkomme, hängt das da virtuell immer noch drüber. Ist eine Spielerei, aber ich bin gespannt, auch zum Beispiel Lego bauen, macht das damit Spaß, Lego auf den Tisch zu bauen und dabei einen riesigen Bildschirm oder eine Marslandschaft, wenn ich ein Mars-Set baue, dann mir einblenden zu lassen. Und wie funktioniert das? Ist das so, dass ich das will und zwar auch über Minuten, Stunden oder ist das was, was mir nach wenigen Minuten dann schon Kopfschmerzen macht? Qualitativ ist die Vision Pro wahnsinnig wohl nach allen Rezensionen, ich habe viel gelesen, deutlicher Sprung nach vorne, preislich aber eben auch. Und das ist das, wo ich, selbst wenn ich sage, naja, ich mache natürlich auch Videos darüber und habe auch vor, da einiges zu produzieren, bei den wenigen Käufern wahrscheinlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber werden wir mal über uns überraschen lassen, dass ich natürlich dann, ja gut, das von der Steuer absetzen kann und mal schauen, was da noch wieder reinkommt. Es ist aber wahrscheinlich eher minimal, weil damit zum Beispiel mit diesen Videos lässt sich auch kaum bis gar kein Geld verdienen. Und das ist eher mein Gefühl für, ja, wenn du das jetzt hier aufnimmst, dieses Ereignis, diese Kieler Woche, dieses mit so einer Kamera, Fotos machen kann inzwischen jedes Handy und das in Qualität, wo man vor 10 Jahren gesagt hat, boah, bist du ein professioneller Fotograf? Nee, das geht jetzt inzwischen so. Deswegen ist es natürlich cool, vielleicht was zu haben, zumindest bei mir das Gefühl, was zu produzieren, was keiner bisher produziert hat und was vielleicht auch in 10 oder 15 Jahren noch interessant ist, weil man dann quasi wie so eine kleine Zeitreise sich dann mit solchen Videos nochmal das angucken kann. Man merkt, ich rede nicht über Spiele. Spiele interessieren mich, ja, ist nett, aber ist nicht das, was mich eben an dem Ganzen interessiert, sondern tatsächlich ein ganz anderer Bereich. Und das ist auch eher exotisch. Das ist schon exotisch. Aber nicht das als Spielekonsole zu verwenden, ist gefühlt gerade sehr exotisch. Weil auch in meinem Freundeskreis die immerhin dadurch jetzt schon mal davon mitbekommen haben und vielleicht auch eine haben, tatsächlich das komplett eigentlich mit vor allem für Spiele nutzen. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das mich denn hypt und inwieweit es denn indirekt, weil das könnte natürlich auch dazu führen, dass ich in der Brille solche VR-Videos besser schneiden kann, weil ich dann auch wirklich sehe, wie gut ist der 3D-Effekt. Das ist gerade, wenn man damit filmt, auch manchmal eine große Herausforderung, weil wenn man zu nah damit dran ist, dann ist das wieder so ein Problem, dass die Augen das nicht richtig hinkriegen, ja, und dann das auch auf den Kopf gehen kann. Deswegen ist eigentlich gut, dass man dieses Material sich dann auch schon in VR anguckt, um dann ebenfalls ein bisschen mit den Parametern spielen zu können. Das erhoffe ich mir also auch. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich bin sehr gespannt, was mich dort erwartet. Mir ist klar, dass diese Ausgabe, die damit verbunden ist, von über 4.000 Euro, sich nicht ansatzweise amortisiert. Aber ja, man muss auch gönnen können. Sich selber aktuell konnte ich es gerade mal. Und dann hoffe ich mal, dass ich es natürlich nicht nach... Na gut, wenn ich es innerhalb weniger Tage bereue, kann man es ja noch wieder zurückschicken. Ansonsten,
Bin ich mal gespannt. Und also es machen ja viele. Ich weiß auch, dass das hier jetzt nichts ist, was exklusiv ich, boah, der hat die schon und kein anderer berichtet darüber und dann stürzen sich alle auf diesen Kanal. Das ist natürlich nicht der Fall. Heise und so, ganz viele haben darüber schon berichtet und werden es natürlich auch jetzt tun. Trotzdem, von den Zuschauern, die ich hier habe, wäre natürlich die Frage, was interessiert euch? Was soll ich damit ausprobieren? Was soll ich zeigen? Und diese Möglichkeit habe ich dann. Ja, und darauf bin ich gespannt und so, schauen wir mal, was passiert. So, das war's. Ach, die kann ich auch übrigens nochmal zeigen. Das ist die aktuelle Insta 360 mit vermeintlich 8K. Ist es natürlich nicht wirklich. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Und das ist dann auch wieder eine Frage der Produktion. 360 Grad, kein 3D. 180 Grad, 3D. Was ist denn cooler? Was ist immersiver? Und wie sieht's auf der Vision Pro aus? So, Themen, die man in den nächsten Wochen und Monaten hier aufarbeiten kann, wenn es denn gewünscht ist. Und sonst mache ich es trotzdem, glaube ich. Bis bald und tschüss.